Moin moin und hallo! Heute zeige ich euch, wie man einen Rucksack waschen kann. Wichtig dazu, bevor wir ihn waschen, ist zu sagen, ihr schaut erstmal überall rein, in jedem Fach, dass nichts drin ist. Und dann ist es noch wichtig, dass ihr schaut am Rücken hinten. Da gibt es bei hochwertigen Produkten, kann man dort die Holzplatte entnehmen. Entnimmt diese Holzplatte, damit die nicht mitgewaschen wird. Und bei ganz günstigen solltet ihr darauf achten, dass wenn ihr drauf fühlt, dass kein Pappe hinten drin ist, weil die Pappe würde kaputt gehen. Also wenn das so flexibel ist wie hier, dann ist dort nicht Pappe drin und auch kein Holzstück. Das heißt, das könnt ihr mitwaschen. Das ist dann so ein Schaumstoff und der hält das aus. So, das kommt mit zu unserer dunklen Buntwäsche. Hinein damit! So kommen wir zur Auswahl des Waschmittels. Wir haben ja dunkle Wäsche ausgewählt, also brauchen wir auch ein Colorgel oder ein Colorpulver. Dazu werden wir auch einen Weichspüler nehmen und wir werden jeweils einmal mit unserem Messlätzchen hier uns anschauen, wie viel wir brauchen. Wir drehen um und sehen die Tabelle. Hier haben wir die Wasserhärte, Weichmittel, hart, sehr hart. Da kommt dann die leichte Verschmutzung, normale und höhere. Das heißt, wir werden uns immer so in der Mitte aufhalten, nehmen dafür unser Messgerät zur Hand und sehen da eine Skala und werden dann so an die 75, die dicke Zahl hier, einsetzen. So, gesagt, getan, wir öffnen den Deckel und füllen 75 Milliliter ab. So, sehr schön. Das war doch klasse. Das gleiche machen wir jetzt mit unserem Weichspüler. Hier steht auf der Verpackung immer, wie viel ihr nutzen könnt. Im Prinzip packt einfach einen kompletten Messbecher voll herein und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wo kommt das jetzt rein? Ihr könnt es in dieses Schubfach geben, das ist auf der linken Seite. Hier sind römische Zahlen angebracht. Römische 1 heißt Vorwäsche, römische 2 die Hauptwäsche und in der Mitte kommt der Weichspüler rein. Das heißt, wir kippen jetzt den Weichspüler in die Mitte, so, komplett rein und werden bei unserem Gelwaschmittel hingehen und werden es zur Wäsche dazugeben. So, hinein damit, einfach in die Trommel gelegt, in die Mitte rein, auf unsere Kleidung und schließen dann die Türe. Und kommen zur Einstellung der Maschine. Denn hier oben haben wir jetzt das Weichwaschmittel drin und unten in der Wäsche, bei der Wäsche, haben wir unser Gel mit. Das Pulver solltet ihr oben reinmachen, das Gel kommt hier mit rein. Weichspüler kommt immer oben mit rein. Nun werden wir uns den Einstellungen widmen. Dazu werden wir erstmal die Maschine einschalten. Darüber hinaus solltet ihr darauf achten, dass auch Wasser anliegt und dass es auch eingestellt ist und in eure Maschine reinfließt. Jetzt werden wir auf Kochbuntwäsche 40 Grad gehen, weil ja unsere Produkte eigentlich nicht so hoch gewaschen werden sollten. Deshalb wählen wir die 40 Grad, das ist absolut ausreichend. Und wir machen sogar noch eine Schnellwascheinstellung. So, die Schleudereinheit von 1200 ist in Ordnung, weil dann ist es einfach ein bisschen trockener, wenn es rauskommt. Dann können wir beginnen und lassen die Maschine loslaufen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß und sage dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Zun zun.